habe gedacht, vielleicht können wir das mit dem Stift kombinieren und dann schreibt er hinterher. Aber das will er offenbar nicht. Ah, Badewanne. Das ist das Badezimmer. Das bessere Slime ist das zum Grime. Taps don't even work. Also es ist hier ganz viel Schmutz und Staub und es funktioniert nicht mal. Wann wurde es wohl zum letzten Mal verwendet? Eine dieser ganz alten Toiletten. Oh, ich hoffe, ich muss das niemals benutzen. Da muss ich jetzt an Resident Evil 1 denken, da kommt das so bald aber noch was raus. Ja, auch wieder Schmutz, ekelhaft. Sehe ich auch so. Ich vertue mich hier teilweise einfach. Ich erwarte immer, dass hier irgendwas passiert. Flaying of Marcias. Titian. Okay. Das sieht nicht gesund aus, von dem, was ich erkennen kann, aber wer weiß. He swore me never to challenge the gods. Ah ja. Götter herausfordert ist nicht so eine gute Idee. Witches in Flight. Francisco Goya. Whoever owns this mansion has unique taste. Also wer immer diese Menschen gehört, hat einen einzigartigen Geschmack. Hexen fliegen übrigens nicht. Looks like a kid used to. Okay, dann lass mich eben das nicht lesen. Also scheint ein Kind hier gewohnt zu haben. Es wirkt alles ein bisschen, als würde es hier nicht reingehören. Looks like the kid wanted a tea party. Also eine Teeparty gespielt. Es gab sogar übrig gebliebene Sitze. Ein Teddybär. Durfte der nicht mitmachen? This little skeleton seems out of place. Probably some nerdy mascot. Might as well take it with me. Okay. Strange Doll. Das sieht hier wirklich nicht so richtig aus in dem Kinderzimmer. Das ist ein bisschen creepy. Das finde ich ja gruselig. Und die Bilder da oben sind süß. Das sind kleine Monster. Okay, mit dem Bett kann ich nicht interagieren. Ist wahrscheinlich auch besser so. Es wäre ein bisschen creepy, wenn er sich jetzt ins Kinderbett legt. Außer Nebel draußen. Warum wurden wohl die Fenster des Kindes auch so verriegelt, vernagelt, zugemacht? Looks like a doll's house. Sieht aus wie ein Puppenhaus. Das ist komisch. Es ist genau wie dieses Haus hier aufgebaut. Moment. Looks like there's something behind the front. Es scheint, als wäre da etwas hinter der kleinen Haupttür. Ein Schlüsselteil aufgehoben und im Inventar verstaut. Eine Kiste gefüllt mit Kinderbüchern und Spielsachen. Gut, wir haben einen Teil eines Schlüssels gefunden. Ich erwarte jeden Moment einen Jumpscare. Empty drawers all the way to the bottom. Also alles leer. Plötzlichen Kamerawechsel. Okay, das ist verschlossen. Moment. Funktioniert alles noch okay? Ich gucke immer lieber mal nach. Noch mehr Kinderspielzeug. Like this was the baby's play area. Also sieht wie die Spielecke aus. Ich hoffe, die Kinder sind gut hier rausgekommen, heil hier rausgekommen. Nur ein Haufen Kinderbücher und ein Teddy.
agieren. Das scheint, als wären da Formen an der Wand, gemacht. Ich frage mich, was das getan hat. Okay. Wollen wir es wissen? Ich glaube nicht. There are some shapes on the wall behind this creep. Maybe if I tweak with this mobile, I could get them to match up. Ach so, vielleicht wenn ich mit diesem Mobile rumhantiere, kann ich... Muss ich jetzt hier die Mondphasen beenden irgendwie? Oder... Ich weiß nicht, was das bedeutet, als wäre es geschrieben in, keine Ahnung, vielleicht Blut. Habe ich jetzt gerade die Kamera ausgemacht aus Versehen? Nein, das ist wieder. Mann. I should use a pencil to write this down. Ich muss es aufschreiben, so. Ich schreibe es auf dem Codex auf, den ich gefunden habe. Vielleicht bringt es mich raus aus diesem seltsamen Wort. Okay, da haben wir schon mal ein paar Sachen. Oh, ja. Was zur Hölle war das für ein Geräusch? Jetzt haben wir das erste ausgelöst. Ah, jetzt habe ich Angst, wenn ich rausgehe. Dieser Weg blockiert mit einer Barrikade. Was mich am meisten was mir die meisten Sorgen bereitet, ist, warum würde jemand das tun wollen? Okay. Bevor wir jetzt nach unten gehen, einmal ist das Blut? Waren wir noch nicht. Lock is broken. Das Schloss ist gebrochen. Kaputt, ich kann es nicht aufmachen. Kann ich nicht bewegen. Will ich da jetzt reingehen? Eigentlich ja nicht, ne? Was ist hier passiert? Wäre das Fenster eingeschlagen worden und jetzt ist überall Glas.
Jemand hat mit Blut etwas auf den Boden geschrieben. Es sieht aus wie mehr Symbole und Buchstaben. Ich sollte es aufschreiben. Inventar. Use. Oh, das ist ja echt creepy. With this I can finally finish the full codex. Jetzt haben wir den Codex vollständig. Gut. Mit B. Das war nur das Geräusch vom Schließen. Okay. Wenn mich jetzt etwas anspringt, schrei ich. Badezimmer. Ich bin voll in die falsche Richtung gelaufen. Das macht mich ja schon dezent nervös, ne? Wir haben noch eine Viertelstunde. Wenn das jetzt gerade ziemlich laut war, tut mir das leid, aber ich musste gerade noch was trinken. Okay. I can't seem to use this right. Hä? Achso, ich muss den Stift benutzen und nicht den Codex. Okay. From ancient. Was? Jetzt muss ich das tatsächlich selber machen? Was? Okay. Das ist ein P. Also Primordial. From ancient Primordial Soup. Came riding through their unrequested okay. Das hängt mit dem J. Ich seid verkehrt, hört mit zwei Strichen an. Das ist ein L. Das macht doch keinen Sinn. Es müsste O oder I sein. Ja, I ist es. Also, weil... Oh, was ist das denn jetzt? Wow, jetzt habe ich es nicht gelesen. Super. Kann ich es mir erst später. Ich will dich. Okay. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Here goes nothing. Looks like it was empty after all. Empty except. Also da war nur dieses Schlüssel drin. Okay. Servant's Key, also der Schlüssel der Diener, sozusagen.
und ins Inventar tun. Passiert jetzt was? Passiert jetzt was? Ich erwarte jederzeit, dass irgendwas passiert. Jetzt habe ich den Schlüssel weggeworfen, wir brauchen ihn nicht mehr. Es sind nur alte Klamotten drin, okay. Ich möchte mich jetzt ein kleines bisschen beeilen, weil die Zeit langsam abläuft. Oh, seltsames Bild von einem Mann mit eingefallenen Augen, keine Ahnung. Es ist creepy, es ist gruselig. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich mir das angucke. Ich frage mich, was für ein Buch sie gelesen haben. Naja, andererseits möchte ich es gar nicht wissen. Das da oben gefällt mir nicht. Ah, rausgerissene Seiten aus einem Tagebuch. Ich kann ja auch mal reingucken. 11:11. Engelszahl. I'm sorry. Es tut mir leid. Each stroke is like a permanent tattoo upon your being. I truly am sorry. Ich weiß, dass jeder Strich wie ein permanentes Tattoo auf dir drauf ist. Es tut mir wirklich leid. If I speak, they might hear and must mark you in order to feel your presence. I see your invisible hands at work. I read the signs and see the moments. Wenn ich spreche, könnten sie mich hören. Ich muss dich markieren, damit ich deine Präsenz fühle. Ich sehe deine unsichtbaren Hände bei der Arbeit. Ich lese die Zeichen und sehe die Momente. I continue to help guide your will in what you want. But the wife, she worries, she suspects, she fights against your hunger. What do you want me to do about it? Do you wish to consume? Ich helfe weiter, deinen Willen zu leiten. Den Willen davon, was du möchtest. Aber die Frau, sie sorgt sich. Sie, suspects, ja. Yeah. She fights against your hunger. Sie kämpft gegen deinen Hunger. What do you want me to do about it? Do you wish to consume? Was möchtest du, dass ich dagegen tue? Möchtest du konsumieren? Yes, I know, it's like before, but you can't be a picky eater. Ich weiß, es ist wie zuvor, aber du kannst jetzt nicht wählerisch sein, was das Essen angeht. Also das klingt alles nicht so schön. Gib mir ein Zeichen. Ein Knarren. Ein Klopfen am Fenster. Und ich werde es als dein Wort nehmen. Danke. Boah, das ist ja echt creepy. Klopfen am Fenster sind nicht immer gut. Das sind die Kritzeleien eines Wahnsinnigen. Es sieht aus, als wäre hier der Teil eines Schlüssels drin geblieben. Ah, da haben wir die zweite Hälfte. Wenn ihr mich nicht sehen, bin ich nicht da.
Nothing but useless junk in the stores. Nur nutzloser Müll hier drin. Also, ach so, so ein Essensaufzug, so ein alter. Hat keine, Power, ja. Kein Strom. Irgendwie muss man das zum Funktionieren bekommen. Verschlossen. Ist dafür der Also. Ist das, dass wir die managed to come in these into a storage key? Und schon verwendet. Und weggeschmissen. Oh, was ist das denn für eine komische Ansicht? Hier ist ganz viel Toilettenpapier. Jetzt wissen wir, wo wir Corona überleben. Zumindest für einen Monat. Okay, hier ist ein Stromkasten. Wenn wir damit ein bisschen rumprobieren, können wir das vielleicht zum Laufen bringen. Okay, blau an blau und rot an rot. Ich wusste, da kommt irgendwann ein Jumpscare. Jetzt sind wir aber gar nicht unten gewesen. Uff. Combination Lock Time: 13:40 Mobile Puzzle Time, 17:30 Ziffer Puzzle Time, 6:25 Fuse Puzzle, 8:52 Time Left in the Timer, 8:1 Total Time, 7:47 Rotations, 36:45. Kein Stift gebrochen. Cool. Kompletter Codex. Scully's Wish unfulfilled. Okay, wir sind nicht nach unten gegangen. Von daher fehlt uns wohl hier einiges. Ich habe Lust, das nochmal zu probieren. Das ist echt ein cooles Spiel. Auch dafür, dass es momentan nur die Demo ist. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich kann es empfehlen, wenn es euch hier auch gefallen hat, das zuzugucken. Zumindest, wenn ihr die Demo nicht spielbar, weil ihr sie jetzt bei mir gesehen habt. dass man dann das, zumindest das vollständige Spiel auscheckt. Oder auch wenn ich es dann spiele. Also ich denke, ich werde es auf jeden Fall spielen. Und mich dann bestimmt noch mehr einscheißen. ja. Dann war es das jetzt hier erstmal. Und vielleicht spiele ich es dann gleich nochmal. Oder später. Je nachdem, wie spät es jetzt gerade ist. 7:30. Ich glaub, dann schaffe ich es nicht nochmal. Aber ja.
sicher. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich es entdeckt habe. Gut. Dann würde ich sagen, check gerne mal meine anderen Kanäle, meine Social Media in der Videobeschreibung aus. Gerne Kommentare da lassen und Likes. Gerne abonnieren, wenn ihr neu dabei seid. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin. Bye.